Oh? Hallo Mensch, bin froh dich zu sehen. Mein Name ist Ente. Ich brauche ein bisschen Hilfe. Wärst du so nett und könntest mir helfen? Ah, du wirst helfen? Oh, danke, danke. Weißt du, ich habe irgendwo meine Flaschen, Flaschennuckel-Dinge. Wie heißt denn das hier? Was drehe ich hier ab? Flaschenkappe? Wenn ich hier das Wasser aufmache, ist das die Kappe? Ich glaube Kappe. Ich habe irgendwo meine Flaschenkappen-Kollektion verlegt. Und ich brauche ein helles Kerlchen, so wie dich, damit du es mir für mich findest und zurückbringst. Ich habe das letzte Mal meine Kollektion in dem Schwarzwald gesehen. Wenn du dorthin gehst, dann bin ich mir sicher, dass du sie findest. Bitte bring mir meine Flaschenkappen-Kollektion. Was für ein Wort. Zehn mal miteinander sagen. Flaschenkappen-Kollektion, Flaschenkappen-Kollektion, Flaschenkappen-Kollektion. Ich krieg gleich einen Koller aus dem Schwarzwald zurück, so schnell wie du nur kannst. Eine erste Sidequest. Ist doch unsere erste Sidequest, oder? Bitte bring mir meine Schwarzwald-Kappen-Kollektion. Meine Flaschenkappen-Kollektion aus dem Schwarzwald zurück, so schnell wie du kannst. Was bitte soll eine Schwarzwald-Kappen-Kollektion sein? Hier ist ein Baumhaus. Kann ich da hoch? Ich kann da nicht hoch. Na, willst du auf das Baumhaus rauf? Ja. Okay. Soll das eine Art Trainingsarena darstellen zum XP aufleveln oder was auch immer? Das hier ist ein Ort, der nicht existieren sollte. Ob er nun in deiner Welt existiert oder in einer anderen, na, das ist eine Frage deiner eigenen Auffassung. Wie dem auch sei, solltest du voranschreiten, sei gewarnt, dass dich viele Herausforderungen erwarten. Innerhalb der Mauern dieses Ortes kannst du dein Kanji-Wissen so frei und gern und lieb und offen, wie du möchtest, ausprobieren. Du wirst nur Gegner treffen, nur auf Gegner stoßen, ja, wo du schon das Wissen hast, um sie zu bekämpfen. Weitere Feinde werden auftauchen, wenn du weiter die Lektion des Spiels, in den Lektionen des Spiels voranschreitest. Schaff es bis zum Ende dieses Dungeons und sammle, was auch immer für Schätze du darin finden kannst. Willst du weiter voranschreiten? Wohlan. Okay. Okay, das ist ein Vollauf-Leveler. Und unbekannte Zeichen, die hier also rumstolzieren und geistern. Ich weiß nicht, ob es sich lohnt, hier lang zu gehen, irgendwelche Kisten zu öffnen. Und dort irgendwelche coolen Sachen drin zu finden. Ich brauche mal eine Kiste. Was ist hier so drinne? Ein Fire Orb. Kann ich dich austricksen? Na komm, komm, komm hoch, komm hoch, komm hoch. Ja, komm her, komm her. Ja, komm her. Na, fuck. Nun gut, das, ja, sind wirklich alles Zeichen, die wir schon kennen. Ich weiß nicht, ob die Viecher hier drin irgendwie stärker sind, mehr Schaden machen oder so. Wir werden es ja gleich rausfinden, falls wir ordentlich auf die Fresse kriegen. Jetzt allerdings erstmal... Hä? Ah, okay, es werden nur die angezeigt, die auch in dem jeweiligen Level des Dungeons vorkommen. Weil ich wollte sagen, wir müssen mindestens zwei Zeilen mehr haben, weil wir haben doch jetzt schon 5 Lektionen gemacht. Okay, das hat mich jetzt eher umgekehrt irritiert. Jo. Das heißt, dass wir dann wahrscheinlich dass uns noch die weiteren Abteile von dem Dungeon versperrt sind, solange wir die Lektion noch nicht gemacht haben. Ansonsten könnte man sich wahrscheinlich die ganzen, das so ein fortlaufender Dungeon, wo man dann immer weiter ins Innere vorstößt oder so. Und dann die anderen erst freischaltet, wenn man in der Hauptstory irgendwie weit genug gekommen ist oder so. Gehe ich mal zumindest ganz stark von aus. Droppen die wenigstens auch Orbs? Sie geben auf jeden Fall Erfahrung. Und sie droppen auch Orbs. Dann lohnt es sich wenigstens ein bisschen zum Orb-Farmen, um die Stadt weiter aufwerten zu können. Dass man nicht immer die Stadt erst verlassen, irgendwo rausgehen muss, sondern kann man einfach auch hier in das Baumhaus reingehen. Ganz schön labyrinthisch hier. Geh nach unten. Noch eins nach unten. Danke. Wood Orb. Ich versuche erstmal... nein! Ich wollte doch gerade zurückgehen. Kämpfen, ein bisschen aus dem Weg zu gehen.
Okay, vergiftet. Ich weiß nicht, ob Vergiftung nach dem Kampf bleibt. Das werden wir auch gleich mal rausfinden. So, hier haben wir die Bedeutung. Müssen die richtigen Kanji auswählen. Und hier haben wir auch tatsächlich jetzt schon mal das, was wir in der Lektion gerade gelernt haben. Hier haben wir Inside, Mittel, also innen, die Mitte. Das ist eins von denen, die wir gerade gelernt haben. Der Rest, doch eins von den neun ist noch mit drin. Wir machen erstmal die anderen. Wie immer gilt, ich gehe mal ein bisschen schneller durch die Kämpfe hindurch. Wenn ihr erst überlegen wollt, was das richtige Kanji ist, in dem Moment, wo ich hier dann hier sozusagen die Antworten aufmache, könnt ihr überlegen, was es sein könnte, wenn ihr ganz am Anfang vom Kampf die Kanji oder die Gegner seht, die da stehen. Und hier haben wir noch das zweite neue Kanji, was wir gerade gelernt haben. Ue. So, mal schauen, ob Priya vergiftet bleibt. Schauen wir mal hier Status. Ja, sie bleibt vergiftet. Habe ich irgendwas um Statuseffekte? Ich habe nichts, um Statuseffekte wegzumachen. Ich glaube, wir müssen Priya mal sterben lassen. Nimmt sie Schaden, wenn wir gehen? Scheinbar nur im Kampf. Also kann ich sie... Doch, sie nimmt Schaden. Da war es gerade. 5 auch gleich noch. Ich lasse sie natürlich nicht sterben. Ich werde sie rechtzeitig mit Ramune heilen. Wozu haben wir Ramune? Oh, Hanna ist bald tot. Haben wir schon irgendwelche Magie gelernt? Wir haben 9 Ramune. Na komm, erstmal Hanna. Sie ist noch ein bisschen schlechter dran. So, das könnten sie eigentlich auch ruhig lassen, dass trotzdem alle Antworten drin sind. Auch, es irritiert eher, es macht es eher zu einfach, wenn wirklich nur die Zahlen hier drin sind von Gegnern, die auch gerade vorhanden sind oder so. Ich weiß nicht, sollten, wenn schon alle Antworten irgendwie drin bleiben, finde ich zumindest. So, dann du hier. Dann... Mir fällt gerade auf, nicht Ishii mit Miki verwechseln. Die beiden sehen sich ja ein bisschen ähnlich. Bei dem Ishii hier, bei dem Stein, setzt allerdings dieser Strich, der so ein bisschen schräg von oben rechts nach unten links geht, der setzt unter dem anderen Strich an, während es beim Miki, bei rechts, ist sozusagen die beiden sich durchkreuzen, also auch oben was dran ist, wenn man so möchte. Fällt gerade auf, dass die beiden ein bisschen ähnlich sehen. Mir selbst nie so wirklich aufgefallen, aber jetzt geht es ihr nicht mehr so gut. Jetzt geben wir ihr doch mal eine Ramune. So, und dann darfst du noch hier das in die Jahre gekommene Zeichen fertig machen. Ha, 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 ha. Ist das hier sowas wie ein unendliches Labyrinth oder so? Okay. Oh, ist hier sowas wie ein Speicherpunkt? Nein, noch nicht. Voll restored. Auch Statuseffekte. Schauen wir mal, was haben wir denn hier? Ein Spirit Orb. Das ist dann wahrscheinlich eins der aufgewerteten Rise Orb, genauso. Einer der aufgewerteten Orbs schon. Beziehungsweise noch irgendwelche weiteren Orbs, weil ich frage mich, was dann aufgewertete sein sollen. Edelstein. Hier haben wir ein paar aus ein Phosphifolito oder keine Ahnung was gerade abgestaubt. Aus Hoseki no Kuni. Da ist noch eine Kiste. Komme ich vorbei? Ich komme vorbei. Aber wirklich nur Orbs. Scheinbar keine Ausrüstungsgegenstände, die wir hier in dem Dungeon finden. Und ich frage mich, ob wir dann von hier wieder zurückkommen können oder so. Da oben noch eine Kiste? Da oben ist eine Kiste. Komm, 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 komm. Schaffen wir. Scheinbar, solange man nicht mit dem Hauptcharakter an einem Zeichen drankommt. Ein T-Orb. Also wir bekommen hier schon ein paar Orbs mit Zeichen drauf, die wir noch nicht gelernt haben. Ich glaube, ein paar Kisten habe ich hier auf der linken Seite irgendwo noch übersehen. Ich gehe mal den normalen Weg zurück. Hier schon? Hier war ich schon. Da oben war ich. Ne, hier war ich hergekommen. Dann gehe ich mal hier runter. Irgendwo muss... Ich habe das im Urin, dass hier links irgendwo noch eine Kiste ist. Haha! Ein Edelsteinorb. Nein! Okay.
irgendwie komisch gelaufen. Na gut, dann machen wir dich noch hier. Aua. Das ist nun wirklich Popel einfach. Nur die erste Lektion. Ich meine, gut, vielleicht für diejenigen, die wirklich mit Kanji lernen und die immer schnell das vergessen, was am Anfang mal war. War hier rechts noch irgendwas? War ich vorhin rechts hochgegangen als erstes? Ich glaube, ja. Ich war auf dem rechten Pfade geblieben. Ich frage mich, ob sich das Ding dann erweitert nach weiteren Lektionen. Mal später nochmal reingucken. Jetzt soll das erstmal reichen. Dann würde ich sagen, machen wir... Ich schaue erstmal noch, ob noch irgendwelche anderen Nebenquests von irgendwelchen NPCs hier rumlungern. Du warst nur Fragen beantworten, ne? Ja, du warst noch Fragen beantworten. Warum hat Hannah ein Herzchenzeichen? Das schaue ich mir auch gleich nochmal an. Ansonsten nichts weiteres NPC-artiges mit Nebenquests. Warum hast du Herz? Hey Flo, wie war dein Tag soweit? Okay, haben wir sozusagen das erste Event, weil Dingsbums vorangegangen ist. Ich traue mich jetzt nicht Nein zu sagen. Ich werde schon das Richtige wählen, falls es wieder irgendwelche Auswahlmöglichkeiten gibt. Ich weiß ja, dass du mich für eine langweilige Lehrerin hältst, aber manchmal muss man sich auch entspannen. Würdest du gern mit mir was essen gehen? Wo denn? Wir haben hier noch kein Restaurant, Taverne oder sonst was aufgebaut. Was haben wir eigentlich überhaupt zu essen? Da machen wir es einfach mal. Hallöchen. Tut mir leid, du hast mich gerade zu einem schlechten Zeitpunkt erwischt. Ich habe ein wenig geweint. Ich meine, in letzter Zeit war es echt anstrengend. Du weißt ja, wie es ist. Mit allem, was jetzt in Japan passiert ist, es ist schwer, das alles in irgendwie zu verarbeiten. Ich bringe euch zwar allen Japanisch bei und das fühlt sich an, als wäre das wirklich eine riesige Last auf meinen Schultern. Wenn ich meinen Job nicht gut mache, was wird dann mit uns passieren? Die Leben meiner Schüler stehen hier auf dem Spiel. Ich wollte ja nichts sagen, aber ich schätze mal... Oder ich wollte es ja nicht... Ich wollte es nicht wirklich sagen, aber... wahrscheinlich muss es raus. Ich habe Angst. Ich habe Angst, dass ich in meiner Rolle als Lehrerin versagen werde und einer von euch verletzt wird. Oder noch Schlimmeres. Aber dennoch, als eure Lehrerin sollte ich solche Sachen mit dir nicht besprechen. Als Lehrer und Schüler kann man zumindest, wenn man gleichaltrig ist oder so, alles besprechen miteinander. Du bist mein bester Schüler. Oh. Ich kann ja nicht zulassen, dass eine solche Diskussion deine Meinung von mir, ja, verschmutzt. Ohne euch alle hätte ich gar nichts. Alles andere wurde mir weggenommen. Also bitte, lern weiter mit mir. Ich habe da so schnell weggedrückt. Sorry. Ich zähle auf dich. Genauso wie ihr auch auf mich zählt. Dein Band mit Hannah ist stärker geworden. Hannas Kraft ist um 5 angestiegen und ihre Schnelligkeit auch um 5. Und sie hat den ersten Skill oder Magie wahrscheinlich dann endlich mal gelernt. Also Azure Step. Schauen wir doch mal, was das kann. Sie wirkt so ein bisschen wie die Background-Heilerin eigentlich. Schauen wir mal. Ach, sie kann schon Magie. Wann hat sie die denn gelernt? Okay, kann ein bisschen HP heilen, dachte ich mir schon. Und das ist ein Support-Buff, alles klar. Mehr Speed und auch ein bisschen HP wiederherstellen. Das ist doch gut. Das klingt doch super. So, dann machen wir jetzt aber die Nebenquest. Da oben ist die Mine. Wirklich ganz in der Nähe von dieser Stadt hier. Ich glaube, auf Kyushu von Kilometerzahlen her wäre das trotzdem ein paar hundert. Oder 200, 300 oder so. So, hier ist also irgendwo deine Kollektion. Ja, muss ja bestimmt irgendwo am Ende des Waldes sein. Die Kämpfe machen wir ruhig mit. Es gibt weiter Orbs. Orbs. Okay, hier haben wir logischerweise alle Auswahlmöglichkeiten. 4, 4, 4, 4, 4. Jom. Dann der Tag.
Dann das Feuer. Dann das Jahr. Und dann die drei. Ja. Bestimmt, das ist das in diesem Lichtungsartigen, wo wir auch den Endboss hier von der Ebene bekämpft haben. Da befindet sich bestimmt auch irgendwo seine Sammlung, oder? Zumindest hier noch nicht. Also wahrscheinlich doch ganz hinten rechts oben. Einen Kampf werden wir da wahrscheinlich noch haben. War hier nicht auch irgendein Ding? Ah ne, hier stimmt. Dem kann man nur sehr schlecht ausweichen. Naja, saug mir nur meine Seele aus. Die ist eh schwarz wie... keine Ahnung was. Überträgt sich die Schwärze meiner Seele nur auf dich, du hässliches Einzel-Kanji. Deine Jahre sind gezählt. Ach, das ist gar nicht Toshi. Hups, fuck. Das hat mich wohl ein bisschen gekostet. Oh, steht hier plötzlich eine Kiste. Wir haben die Flaschenkappen-Kollektion. Guck mal, mein Entchen. Ah, du hast meine Flaschenkappen-Kollektion gefunden. Quack, quack. Na, dann nehme ich die einfach mal ab. Danke. Du hast heute was Großartiges für mich getan. Ich bin dir für immer dankbar. 500 Yen. Wo hast du 500 Yen versteckt? Kleines Entchen. Als Gegenleistung werde ich dir ein paar neue Kanji beibringen. Oh, extra Lektion durch Nebenquests. Willkommen zu einer Bonus-Kanji-Lektion. Wir werden nur zwei neue Kanji lernen. Mhm. Kuruma. Warum eine Ente das kennt, weiß ich nicht, aber nun gut. Kuruma, Fahrzeug, Auto. Das hier ist also das Zeichen für Fahrzeug oder für Auto. In der Kunyomi, was auch die Vokabel für Auto ist, wenn man so möchte, Kuruma. Oder Sha ist die Onyomi. Zum Beispiel der Unten-Sha ist dann der Fahrer von einem Auto. Und das ist Sha hinten dann eben auch das Auto. Geschrieben wird das Ganze mit 7 Strichen. Das ist schon mal ein etwas komplexeres Kanji, aber hat auch eine relativ gute Eselsbrücke eigentlich. Nämlich so ziemlich genau die hier. Sozusagen die Gestalt ähnelt einem Auto, was man von oben sieht. Sozusagen oben und unten die Achse, wo dann die 4 Räder dran sind, und in der Mitte ist dann mehr oder weniger, wie kann man sagen, das Zentral, nicht Gehäuse, wie nennt man das, Karosserie, ich komme nicht wirklich drauf, aber, ja, es sollte relativ intuitiv, denke ich mal, sein, sich zu merken. Und es ist so schön, wie sagt man, nicht synchron, symmetrisch. Kuruma. Kuruma. Sha. Sha, als Onlesung. Noch einmal die Schreibanimation. Eins, es werden erst all die, wenn man so will, horizontalen Striche im Prinzip gemacht und dann ganz zum Schluss dieser, ja, die Zentralachse, die durch alle Striche hindurchgeht, wenn man so möchte. Gut. Dann machen wir mit dem zweiten Kanji weiter. Hier kommt es. Aha. Das wundert mich nicht, dass das eine Ente schon eher kennt. Hat wahrscheinlich viel mit zu tun. Mushi, Insekt, Wurm, alles so in die Richtung. Das Ganze Mushi. Mushi. Von der Kunyomi her. Und ja, ich guck doch gleich in Laien. Und wie heißt das? On-Lesung haben wir Chu, was man sich merken kann, weil die On-Lesung von dem Zeichen, was wir auch in der vergangenen Hauptlektion gelernt haben, das Mitte, innen, das Naka, hat ja auch die On-Lesung Chu. Und dieses Zeichen ähnelt im Prinzip dem Naka, außer dass da unten diese zwei Extra-Striche noch sind, woraus dann das Insekt entsteht. Und dann haben wir eben noch Ki. Ki als Lesung. Geschrieben das Ganze mit 6 Strichen. Du kannst dir das Ganze vorstellen als ein Wurm, der sich in einen Apfel durchstößt. Ich hatte, glaube ich, nie eine Eselsbrücke für das Zeichen. Ich habe mir das einfach so gemerkt, aber
das kann man sich vielleicht in Kombination mit dem Nacker, mit dem Innenzeichen merken. Wenn da unten noch ein Wurmfortsatz in dem Nacker dran ist, dann ist es, also in dem Inneren, dann ist es ein Insekt. So könnte man sich vielleicht auch denken, dann passt das auch gut mit diesem Bild hier zusammen. Freundlicher Wurm. Mushi, Kunyomi. Chu und Ki Onyomi. Einmal nochmal die Schreibung. Es geht erst los wie das Nacker mit 1, 2, 3 und dem vierten Strich. Und dann kommen unten noch die beiden ran. Dieser Wurmfortsatz. Nun gut. Das war's ja dann, ne? Glückwunsch. Du hast diese Bonuslektion damit beendet. Du kannst auch diese Lektion jederzeit wiederholen, indem du den Schrein in der Stadt besuchst. Ach, dann sind das vielleicht diese Seitentische. Könnte das sein? Ja. Yep. Dann haben wir hier Bonuskapitel und die lagern sich auch über die Gegenstände. Also haben wir wahrscheinlich dann doch hier 5, 6, 7, 8, also 16 Hauptlektionen. Beziehungsweise, Quatsch, 32 mit dem großen Tisch hier noch. Und hier vielleicht auch Nebenlektionen? Wir werden es rausfinden. Was haben wir eigentlich hier oben? Was? Pro? Ach, Lesungen? Ach, das ist auch noch eine Sonderlektion für die Lesungen von Kanji. Dann werden hier wahrscheinlich auch nach und nach noch andere auftauchen, könnte ich mir vorstellen. Oder vielleicht kommen auch hier weitere Sonderlektionen hin. Nun gut, ich würde sagen, ich schaue noch mal kurz in die Mine rein, speichere dann vielleicht dort, bevor wir dann die Mine und die weiteren Lektionen in der nächsten Folge... Ich habe doch gar nicht so weit geklickt. In der nächsten Lektion machen. Sieht so aus, als wäre die Mine immer noch da. Chippins ist schon ganz aufgeregt, sie zu erkunden. Ich werde nicht als erstes reingehen, das steht mal fest. Jetzt habt doch nicht so Angst, wir schaffen das schon. Wir sollten einige wertvolle Materialien hier sammeln. Finde den Ausgang. Gut, aber das machen wir dann... Ah, okay, ich dachte, das wäre wieder so ein Speicher-Irgendwas-Punkt oder Heilpunkt. Vielleicht sollte ich noch ein paar irgendwas gegen Statuseffekte, warte mal, kann Hanna... War das auch Statuseffekte entfernen, irgendein Skill, den sie konnte? Ne, Speed und HP. Hat schon irgendwer anderes noch was gelernt, ohne dass ich es mitbekommen habe? Das ist auch Recover. Irgendwann wahrscheinlich bei irgendeinem Level-Up, wo ich nicht drauf geachtet habe, haben das nicht alle bekommen. Plia nicht. Sie ist die reine Kämpferin. Er kann auch nichts. Gut, dann würde ich sagen, speichere ich hier mal. Nachdem ich das in irgendeiner Folge mal vergessen hatte. Und würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen bis hierher. Hier in der Mine geht es dann in der nächsten Folge weiter. Ich weiß nicht, ob das jetzt zwei Folgen geworden sind. Für eine war es wahrscheinlich ein bisschen zu viel. Für drei vielleicht zu wenig. Mal gucken. Ihr werdet es ja bemerkt haben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wie gesagt. Und wie immer, Matane. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und Frederick, schau da nicht so verstohlen gegen die Wand in die Ecke. Du gehörst zu uns. Hier. Alle in eine Reihe. So. Tschüss.